Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns. Heute geht's darum, wie ich die Simson zu einem Schneemobil umbauen möchte. Und das Beste daran, ihr könnt mitbestimmen, also schreibt eure Ideen in die Kommentare. Ach, herrlich. Ich hoffe, ihr hattet alle geile Weihnachten. Jetzt erstmal die Simson an und nach hinten in die Werkstatt bringen. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wie ich die vom Vorbesitzer geholt habe. Und da ich da ein bisschen über den Acker geballert bin, wird die jetzt erstmal gewaschen. So, fertig, Schlauch ab, Hochdruckreiniger weg, Simson rein, Tor zu und jetzt geht's um den Plan. Wie gesagt, schreibt bitte eure Ideen in die Kommentare. Fangen wir mal ganz hinten an. Auf jeden Fall eine richtig fette Gummikette. Für ordentlich Vortrieb im Schnee. Aber nicht nur irgendein vorgefertigter Umbausatz für Motocross oder so. Nein, ich will auf jeden Fall die originale Simson-Felge benutzen, um die Gummikette anzutreiben. Dafür brauche ich nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch ein Motor-Upgrade. Sprich Zylinder, Kolben, Kurbelwelle, Vergaser, anderes Ritzel und so weiter. Damit die hier entstehenden Abgase ordentlich abgeführt werden, brauche ich auf jeden Fall einen fetteren Krümmer und einen richtig geilen Sportauspuff. Damit ich die ganze Vortriebskraft dann irgendwie auch unter Kontrolle haben kann, brauche ich vorne auf jeden Fall so ein Ski, also wie so ein richtiges Schneemobil eben. Und damit mir der nicht irgendwie blöd hin und her flattert, brauche ich auf jeden Fall einen fetten Crosslenker, Alter. An der Stelle lasst ein Like da für meine Animationen und die ganzen Explosionen und so. Apropos Explosionen, hier die nächste. Damit mir die Simme hinten wegen der Kette nicht auf den Boden schleift, brauche ich auf jeden Fall ein höheres Fahrwerk. Vorne will ich die Lampenmaske wegreißen und an der Gabel zwei fette LED-Lightbars platzieren. Und ihr wisst ja, Safety first, deswegen fliegen vorne und hinten die Blinker raus und es gibt noch ein neues LED-Rücklicht. Ja, und ohne Blinker und den ganzen Kram brauche ich natürlich auch viel weniger Elektrik, deswegen fliegt hier eigentlich alles raus, was ich nicht brauche. Dazu zählt auch das Zündschloss, denn ich will nachher einfach nur noch drei Schalter haben. Motor an, aus, Licht vorne und Licht hinten. Fertig. Ja Leute, und damit sind wir wieder mal am Ende einer Garagengedöns-Folge angekommen. Ich bin mega gespannt auf eure Kommentare, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. In diesem Sinne, bis dahin, ciao!